Willkommen zurück zu SW Tor. So, da sind wir wieder. So, weiter. Wir müssen jetzt einen alten Schrein erkunden. Na Mensch, das ist ja zum Schreien. Wo ist denn der? Oh Gott, am Arsch der Welt. Boah, da können wir doch sicher hinrasen mit unseren Flugdingern, oder? So. Wir sind so viele Leute. Wir könnten sogar theoretisch mit Leuten schnacken. Naja, nicht mit allen. Wo ist denn hier nochmal dieses Flugkrater? Ach. Diese Fluggleiter-Dinger, wo ich nicht weiß, wie die heißen, aber die sind cool. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Und die sind alle umsonst. Das ist doch schön. Die sind aber auch schnell, die Teile. Wenn man dieses Ding nur dauerhaft fahren könnte. Hohoho. Da wären so Strecken kein Ding mehr. So, hier ist der Schrein. So, es ist da unten. Da unten. Da. In die Richtung. Dam, dam, da, 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 da. Oha, das war hoch. Was sind das denn für Dinger? Horrend. Bis ich hier mal irgendwann ein richtiges Schwert bekomme. Aber nein, ich muss mich weiter mit Übungsschwertern rumfummeln. Eine Uxibestienkuh. Ah ja. Okay, die sind böse. Wer rannte denn mir da eben entgegen? Ah, die hatte wohl keinen Bock mehr. Die sah ja nun nicht gerade in Gefahr aus, sondern eher so nach keinen Bock mehr, weil Aufgabe ist erfüllt oder so. So, hier oben muss der Schrein irgendwo sein. Ist das der da hinten? Da sind Leute. Es muss also hier oben sein. Da hinten in der Höhle. Jum. Jetzt diese Angriffsmusik hier, obwohl hier nichts mehr ist. Die Ruinen von Kalef. Ja, ja. Aber schön ist es durchaus. Du betrittst den Story-Bereich. Habe ich den jemals verlassen? Jetzt muss ich mich wieder mit irgendwelchen Eumels hier rumschlagen. So. Da, 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 da. Jupp, jupp. So, mal ein bisschen Tricks benutzen hier. Schwupp. Ich werde langsam müde tatsächlich, merke ich. Also so langsam. Das ist ja nun eins, ne? Also noch relativ früh. Aber eben auch nur relativ. So. Haben wir das. Und das da oben ist jetzt wieder der Ausgang. Aber hier muss ich offenbar lang. Die greifen aber auch jeden an hier. Ein Machtanwender. Kann jeder die Macht anwenden, der es will? Ich dachte, damit müsste man so eine Begabung zu haben. Oder hat nur jeder eine unterschiedliche... Wahrscheinlich jeder hat eine unterschiedliche Menge an Midi-Chlorianern. Das sind ja diese komischen Viecher in jedem... Die halt irgendwie über die Macht bestimmen, ne? Verlass so vor diesen Ort. Du kannst sprechen? Das wundert mich echt. Hast du mich eben Jedi genannt? Der hat die Macht drauf. Jedi töten! Das werden wir noch sehen.
Upsala. So. Hat der gut geklappt. Mit dem Jedi töten. Meister Orgis hat uns hergeschickt. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Einer der Fleischräuber, gegen die ich eben kämpfte, nannte mich Jedi. Er konnte die Macht nutzen. Das ist besorgniserregend. Wenn die Fleischräuber die Wege der Macht lernen, dann sicher nicht die helle Seite. Ihr habt wirklich kurzen Prozess mit diesem Haufen gemacht. Lasst ihr jemals Überlebende zurück? Lasst ihr Überlebende zurück. Kämpft ihr etwa anders? Ja, also ich, weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Nicht, wenn ich es vermeiden kann, klingt so, als wäre ich jemand, der unbedingt Menschen, also Leute töten möchte. Das möchte ich ja nicht. Ich bin dann nur so konsequent, alles, was mich platt machen will, mache ich zuerst platt. Also kann man es versuchen, da ich ja auch versuche, drumherum zu laufen, ne? Ich bin nicht in der Hoffnung hergekommen, irgendwen töten zu können. Das meinte ich doch auch gar nicht. Mein Mundwerk geht manchmal mit mir durch. Diese Fleischräuber hatten ein Holocron dabei. Ein Reservoir an Wissen, erschaffen durch einen Machtanwender. Wie es aussieht, ist es tausende Jahre alt. Meister Orgis hatte recht. Diese Eingeborenen sind fortschrittlicher, als wir dachten. Sie lernen, wie man uns bekämpfen kann. Ja, aber auf Befehl eines anderen. Meister Orgis denkt, er weiß, wer dahinter steckt. Das dachte ich mir schon. Aber er hatte keine Zeit, es zu erklären, bevor er uns hergeschickt hat. Ich wünschte, wir könnten bleiben und das hier zu Ende bringen. Aber Meisterin Satil hat uns auf eine Spezialmission auf Coruscant beordert. All diese schlechten Ahnungen, die der Rat hatte? Sie denkt, dass die Quelle auf der Hauptwelt der Republik liegt. Es tut mir leid, euch zurückzulassen. Aber die Gefahr ist vorüber. Diese Überwachungsmonitore werden Khaled im Auge behalten. Mhm. Platziert sie um die Ruinen herum. Der Tempel kann dann zukünftige Angriffe durch unsere Feinde überwachen. Okay. Wenn sie zurückkommen, Zeitverschwendung, ja. Vielleicht haben wir Glück und finden ihren Anführer. Möge die Macht mit euch sein, und Padawan. Mit euch. Ach ja. Platziert ein Gerät in Sektor, bla. Also hier gar nicht. Hier müssen wir wieder raus. Na toll, komme ich hier nicht hoch? Was bin ich denn für ein... doch. So, wenn ich unbedingt jemanden umbringen wollte, dann hätte ich die da hinten nämlich noch mitgenommen. Um auch Erfahrungen zu sammeln und bla. Jupp. Meditationstunnel. Ah ja, also ich stelle mir schönere Orte vor, um irgendwo zu meditieren, als mitten hier in so einem Höhlilein. Das Einzige, was ich in einem Spiel noch anders gemacht hätte, auf jeden Fall, wäre die Belichtung. Die Belichtung hier, die wirkt überall gleich. Es gibt hier kein wirkliches Hell-Dunkel. Die Höhle ist genauso hell wie die Räume, die sind genauso hell wie hier der helllichte Tag und hier ist alles immer so hell wie hell. Also die Belichtung, die ist nicht sonderlich abgestuft. Ist immer alles gleich hell. So, hier oben muss ich mal kurz rein, Jungs. So. Haben wir's. Warte. So. Und schwupp, in Sektor 1 ein Überwachungsding. Ah ja. Wo ist Sektor 2? Ist das da hinten hier? Ne, das ist nur ein Stein. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Und die Musik darf auch mal aufhören. Ich lasse euch dann da mal machen, ne? Ihr seht mir nicht so aus, als könntet ihr euch nicht wehren. So, das geflügelte Vieh ist ja lieb.
taps, 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 schwupp. So. Und dann noch hier, am Brunnen, oder wie? Nee, da hinten. Komische Droiden. So. Du doofe Sau. Geh mir nicht auf den Keks. So. Haben wir's. Wer ruft uns an? Mutti? Oder wer ist es? Ich bin hier, Meister. Was ist los? Ich bin auf dem Weg zurück in die Twi'lek-Siedlung. Triff mich dort, sobald du kannst. Mir geht's übrigens gut. Ihr seid ohne Erklärung fort. Was hat euch solche Sorgen bereitet? Ich erkläre es dir, wenn wir beisammen sind. Wir treffen uns bei der Matriarchin. Bist nicht so der Chatter, ne? Er ist nicht so der Chatter. Hm. Wo muss ich lang? Mal bin ich doof. Ich finde mich gerade schon wieder nicht zurecht. Himmel. Ach du Scheiße, in die Richtung. Ah, okay, dann weiß ich ja wohin. Da hinten durchs Tor. Zum Glück können die nicht schießen. Die haben nur ihre Schwerter. Das ist auch angenehm. So. La 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 la. Ganz viele Erfahrungen und Credits und Gegrößigkeiten. Naja, immerhin. Die geben relativ schnell wieder auf. Jetzt muss ich nur nochmal wieder hier eine Route finden, um irgendwo rumzufliegen, weil sonst renne ich ja wieder 1000 Millionen Stunden. Hört auf mich zu schießen. Entrinnen, okay. So, hier oben können wir ja zurückfliegen. Meister Orgus. So. Oh, wie lange die Musik immer dauert, ne? Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ich weiß Bescheid, mein Lieber. Ja, so ist das. Ich will auch so ein Ding haben. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube nicht, ne? Hus, hus. So, Kalikori. Naja, für ein Dorf. Ich halte es ja eher für eine Siedlung, ne? Für ein Dorf finde ich es ein bisschen klein, aber das ist allgemein so in MMOs. Dass ich etwas als Dorf oder so bezeichnen würde. Die größten Städte in MMOs sehen aus wie eine Stadt. Sehen aus wie ein Dorf. Aber man kann ja auch nicht ganze Städte nachbilden. Das geht ja nicht. Man kann ja nicht 1000 Häuser hinstellen. Da kommt ja kein Schwein irgendwann irgendwie durch. So. Na, was haben wir denn hier? Na? Meisterin Kiwix hat mir berichtet, was du in Kalett gefunden hast. Einen Fleischräuber, der die Macht einsetzt. Sie ist im Glauben, er hätte von einem alten Holocron gelernt. Ich wünschte, das wäre so. Der Mann, der dich bei deiner Ankunft angegriffen hat, sein Lichtschwert schien mir vertraut. Und die Holo-Aufzeichnung des Druiden bestätigte meinen Verdacht. Entschuldigung für die schlechte Nachricht. Die Gestalt mit der Kapuze in der Aufzeichnung ist Bengel Moore. Er war mein Padawan, aber er hat seine Ausbildung nie abgeschlossen. Bengel war im Jedi-Tempel auf Coruscant, als die Sith ihn zerstörten. Irgendwie hat das überlebt. Das ist Jahre her. Ihr könntet euch das einbilden. Deswegen, aha, er ist ein Bengel, ist er also. Deswegen ist er böse geworden, weil er einfach ein Bengel ist. Da kann er gar nichts für. Tja, dann hat er das irgendwie überlebt. Die Macht muss mit ihm gewesen sein, wenn er lebend rausgekommen ist. Der Tempel wurde zerstört. Hunderte von Jedi starben an diesem Tag. Wir haben nie alle Leichen gefunden. Die Macht war stark in Bengel.
und er besaß das sanfteste Wesen, das ich kannte. Er hat sich gegen die Jedi gewandt. Er muss aufgehalten werden. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Die Matriarchin unseres Volks, meine Mutter, liegt im Sterben. Das tut mir leid. Geht zu ihr. Wir müssen alle irgendwann gehen. Ich würde ihr empfehlen, zu ihr zu gehen, weil wenn man jetzt die letzten Momente verpasst, wird man sich das eventuell hinterher noch lange nachhalten. Ihr solltet an ihrer Seite sein. Ihr seid gütig, aber meine Mutter will, dass ich hier bin. Meine Späher haben eine Kommandobasis der Fleischräuber in den Bergen ausfindig gemacht. Sie wird von einem Energieschild geschützt. Der Energiegenerator des Schilds ist auf einem anderen Berg versteckt, in einem stark bewachten Hüllennetzwerk. Von der Kommandobasis aus werden vermutlich alle Angriffe in der Region koordiniert. Ich muss dort hinein. Bist du bereit, den Energiegenerator auszuschalten? Jederzeit. Wann habe ich euch je enttäuscht? Es gibt immer ein erstes Mal. Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde. Wichtige Sekundärmission. Übersicht. Scannen der vernichtenden Bergpfeile zu gefährlich für T7. Versucht dem Droiden den Weg frei zu machen, damit er mehr Informationen sammeln kann. Okay. Der Energieschild hat oberste Priorität. Schalte ihn aus, so schnell du kannst. Darum wird das knuffig. Darf ich dir meinen Arm nehmen? So, deaktiviere den Energieschild. Guck mal, mittlerweile finde ich sogar raus, ohne die Landkarte zu benutzen. Ja, aber jetzt muss ich mal gucken, wo wir hin müssen. Können wir denn da hinreisen? Das ist so weit weg. Ich habe bisher noch keinen Punkt gesehen, dass wir da hinreisen könnten. Muss ich mal gucken. So. Na, 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 na. So, was haben wir denn hier? Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ja, nicht die, die ich brauche. Warum nicht? Wie soll ich denn da hinkommen? Passen Sie auf sich auf. Das ist ja kacke. Soll ich jetzt zu Fuß dahin laufen? Schönen Dank auch. Oh Mann. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich lang muss. Also doch, ich habe die Karte, aber... Doch gar keine Meinung. Deaktiviere Energieschild. Oh Mann. Oh, da stellt sich jemand. Na dann, stell dich mal. Ich versuche Energie zu sparen. Fleischräuber tötet den Grünen von Kalest. Ich will da hoch. Ich versuche hier Pfade zu finden, die nicht so zugeschissen sind von Feinden. In die Richtung vielleicht? Nee, das ist die falsche Richtung. Die hier ist schon die richtigere. So. Aber durch diese weiten Strecken leben MMOs ja auch ein bisschen, weißt du? Level 7 sind wir schon. Unser Meister ist Level 12. Wir haben ihn bald eingeholt, würde ich sagen. Nee. Ja, komm. Fühl dich stark, Katze. Lauf mir ins Schwert. Und ihr hört auf, mich hier zu nerven. Und du mich auch. So. Was war das hier eben für ein Geflacker am Himmel? Hier hinten muss ich irgendwie lang. So. Haben wir es bald? Warte. Scheiße. Ja, ich sehe es. Boah. Knapp. Was ist das? Wie hier alles keinen Nutzen hat.
Hier kommen wir nicht richtig lang. Wo müssen wir nochmal hin? Also in diese Richtung. Beweg dich. Beweg deinen Arsch. Wir müssen wohl irgendwie da lang. Also weißt du, wie die uns immer noch mit Gummischwertern rumkämpfen lassen? Ja genau, guck erst nach Ausrüstung, kämpf nicht. Ist klar. Was ist das? Waffengriff. Ich finde hier nur Gulasch. Schlichte mittlere Creditkiste. Was ist das hier unten? Da? Fokus. Okay. Macht uns wahrscheinlich stärker irgendwie. Oh mein Gott, ist das voll. Besiege 15. Oh Gott. Es ist eher... Also, es ist schwer, nur 15 zu töten hier. Gulla, Gusch, Goschen. Och, olle Katze hier. So. Ich muss hier irgendwie lang. Irgendwie muss ich da hinten lang. Aber es sind noch mehr Leute. Ich komme hier überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Hör auf, dauernd dich hinzubücken. Wir sind hier nicht im Bett. Du sollst kämpfen und nicht gucken, was die Leute für Ausrüstung dabei haben. Unglaublich. So. Alles nehmen. Kann man noch schneller heilen hier? Himmel. So, da müssen wir hoch. Aber euch muss ich erst platt machen hier. Das geht nicht anders. So haben wir das. Ist ja nicht so, dass wir nicht vorankämen, ne? Aber trotzdem bemerke ich, dass es ein umständlicher Weg ist. Davon leben MMOs. Lange, schwer zugängliche Wege, die relativ eintönig aussehen, wo immer die gleichen Viecher sind. Und dann muss man viel Backtracking einbauen. Ne? Backtracking ist immer da, wo man schon mal war, muss man nochmal hin, wenn man um irgendwas abzugeben und zu erledigen und bla hat. So funktionieren MMOs. So. Sind wir mal gleich da. Scheiß Bergpfad hier. Ich versuche mich mal da vorbeizuschleichen. Ja, ist ja gut. Haben wir es gleich? Dicker Sack. So, und ich müsste langsam mal verkaufen, was ich dabei trage, ne? Ja, muss da schon lang. Ich versuche mir hier relativ... Ach, den müssen wir aber. So, die können ja zum Glück nichts. Die sind relativ kaka. So, was haben wir denn hier jetzt? Hier drin ist es auch wieder eine Höhle, die aussieht wie alle anderen. Die dunkle Seite hat gewonnen. Wobei gewonnen. Irgendwelche Events hier. Gewinnt die dunkle Seite nicht immer. Aber die helle ist trotzdem nie besiegt, so wirklich. Da war wohl irgendein Event am Laufen. So. Ist ja wahrscheinlich wie Allianz und Horde einfach, ne? Dunkle und helle Seite. So, haben wir das hier auch erledigt? Wie weit müssen wir denn hier?
Wir sind da einfach geradeaus, dahin in die Ecke, okay. Das ist ja noch zu verkraften, ne? Dicker Klopsian hier. Ach ja. Nö, ich muss schon sagen, Spaß macht das Spiel schon. Ich würde jetzt kein eigenes Let's Play von machen, weil, weiß ich nicht, also, ich finde es zwar interessant, was hier passiert, und das Spiel an sich ist auch solide gemacht, aber es, haut mich jetzt nicht gleich von den Socken. Und es gibt halt viele andere Dinge, die ich unbedingt mal spielen will. Deswegen fange ich hier nichts Eigenes an, weil MMOs sind immer so eine Sache, das sind richtige Zeitfresser, ne? Das sind so richtige Zeitmonster. Ein guter Freund von mir, der hat auch schon gesagt, der hat da früher richtig gesuchtet. Also, man kann, wenn man das möchte, hier enorme Zeit investieren. Wie in jedem MMO, ne? Also ist ganz klar. Es wird, denke ich mal, zu jedem MMO jemanden geben, der mir erzählen wird, da habe ich schon mal ganz viel und ah und ah und ah. Ja, das ist klar, weil wie gesagt, MMOs bieten es ja auch an. Ist das hier vielleicht? Ne, wo ist es denn jetzt? Doch, das ist es. Ach, da das kleine Ding. Energieschild ausschalten. Guck mal, was ist der Fleischräuber schützt. Der Padawan sein, der meine Leute abschlachtet. Eure fehlgeleiteten Angriffe ändern nichts. Eure Zeit ist abgelaufen. Ihr müsst Bengel Mor sein. Seid ihr hässlich. Meister Orgus sucht nach euch, Bengel. Orgus wird mich nicht finden. Ich werde ihn finden. Ihr habt meinen Schüler Kalef exekutiert. Ich kann seinen Tod an euch spüren. Ich habe ihn über Jahre hinweg trainiert. Er war ein guter Mann. Ein Mann mit Prinzipien. Seid ihr stolz auf euch? Stolz ist irrelevant. Ist es ja theoretisch. Aber sicher, ich sorge dafür, dass der Laden hier wieder in die richtige Richtung läuft. Ohne jeden Zweifel. Ihr seid wirklich verdorben. Doch die Gerechtigkeit wird kommen. Jeder sogenannte Jedi auf Tython wird sterben. Das ist ein Versprechen. Ah ja, aber ich bin verdorben. Schwach. Ihr habt nichts getan, um den Fortschritt des Imperiums zu stoppen. Euer Zorn übermannt euch. Ja, und ihr schon? Ich habe die Neuigkeiten über euren Sieg im Krieg gar nicht mitbekommen. Ich kann die Sith nicht besiegen, solange die Jedi nicht wieder erstarkt sind. Eure Leute schwächen die Macht durch eure bloße Existenz. Genießt euren kleinen Sieg. Es wird euer letzter gewesen sein. Ich bin ja auch was, auch dafür, dass wir was gegen das Imperium unternehmen. Aber darum zu sagen, nur weil wir nicht schnell genug agieren, machen wir nochmal eine eigene kleine Front auf? Naja. So, Ranatau. Wo bist du? Ah, jetzt muss ich mal wieder aus der Höhle raus. Gibt es keine Methode, um hier abzuhauen? Öffne die Sternenkarte. Geht nicht. Du hast kein Schiff. Die Weltkarte. Können wir uns nicht irgendwie seppen? Tython. Kann man sich hier nicht... Ich brauche ein Schiff, um die Karte anzugucken, okay? Oh, diese Wege, ne? Das ist auch so eine Geschichte, warum MMOs nicht... Ja, ich will nicht sagen, nichts für mich sind. Wenn mich das MMO richtig packt, dann natürlich schon, aber... Das ist selten der Fall. Von wann ist denn das Spiel hier eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Naja. Eigentlich ist das ein Spiel für die Kategorie lass ich mal auf dem Computer, weil finde ich ja eigentlich recht spannend, die Story. Flasht mich vielleicht nicht, aber können wir irgendwann nochmal wieder weiterspielen. Ich befürchte aber, ich werde es nach dieser Aufnahme dennoch entfernen und nicht auf dem Rechner lassen. Weil MMOs ziemlich viel Speicherplatz fressen. Nicht, dass ich nicht genug Speicherplatz hätte, ganz gewiss nicht. Aber ich möchte im Moment ja so ein bisschen meinen Rechner bereinigen. Habe ich ja vor dieser Aufnahme hier schon gemacht. Also so ein bisschen die Schaltplatz dann runter und bla.
Und was Spiele angeht, habe ich ja nicht umsonst erstmal dieses alte Archiv erstmal durchgearbeitet, ne? Dass ich halt gesagt habe, komm, wir gucken mal, was ich hier noch hab. Und im Moment ja auch weiter auf dem Desktop und in den anderen Launchern mal so ein bisschen aufräumen. Das hat ja einen Grund. Es ist mir nämlich was daran gelegen, eine Übersicht zu haben, was wollen wir überhaupt noch spielen. Und der Schwerpunkt... Hoppala und hoppala und hoppala. Au, 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 au. Und der Schwerpunkt dieses Kanals, der soll tatsächlich zu Wissensvideos hin. Was nicht heißt, dass wir nicht mehr zocken. Denn dieser Kanal, ich fange nicht an, einen Kanal für dieses, einen Kanal für jenes. Jeder YouTuber hat irgendwie einen eigenen Kanal für dieses oder jenes irgendwie. Zurück ins Medi-Center. Damit komme ich klar. So, wo sind wir? Naja, immerhin schon mal raus aus dem Gebiet da hinten. Also wie gesagt, YouTuber neigen heute dazu, einen Kanal für meine Spiele, einen Kanal für meine Vlogs, einen Kanal... Ja, natürlich, das ist eine gewisse Ordnung, die man dann da drin hat, wenn man halt für alles einen Kanal hat. Andererseits finde ich es aber auch ein bisschen... Sag mal, hören die mal auf, mich dauernd zu betäuben hier. Wie soll ich denn fliehen? Padawan Golganya. Jedenfalls. Der kommt klar, der kommt gut klar. Aber ich bin schon in einer falschen Richtung. Kann ja wohl nicht sein. Ich darf die Map gar nicht mehr schließen, habe ich das Gefühl. Achi. Grr. Auf jeden Fall wird das Spiel noch von Leuten gespielt. Man trifft hier manchmal auf Leute. So, nee, was ich sagen wollte, zum Beispiel LeFloid, ne? Der macht hier seinen Kanal LeFloid für seine Nachrichten. Der hat FlipFloid für seine Vlogs und er hat noch Dr. Freud für die Spielekram. Und macht dann da seine Streams und seine Spiele-News und alles, was mit Spielen zu tun hat. Ich habe früher ja auch andere Kanäle noch gehabt und alles, die ich aber heute nicht mehr wirklich pflege. Mm. Aber ich habe immer gerne alles zentral auf einem Kanal. Aber ich sehe schon, dass Wissensvideos was ganz anderes sind. Jetzt könnte ich natürlich für Terra Mirabili einen eigenen Kanal machen. Der hätte dann aber erstmal... 0 Abonnenten. Muss man ganz klar sehen. Man hat dann 0 Abonnenten erstmal bei einem neuen Kanal. Hier habe ich direkt 500 und. Ne? Und ich habe immer so gerne einen Kanal für alles. Ne? So ein Ich-Kanal. Ein Kitsunaki-Kanal, der quasi meine gesammelten Werke sammelt. Und jeder guckt sich nur das an, für was er sich interessiert. Ich habe alles in Playlisten sortiert. Ganz brav. Ne? New York. Ich habe den Energieschild abgeschaltet. Irgendwelche Neuigkeiten zur Mission von Meister Orgus? Nein. Meine Mutter hat während eurer Abwesenheit ihren Frieden gefunden. Ich bin jetzt Matriarchin. Okay. Ihr müsst das alles nicht allein bewältigen. Wer sagt, dass Jedi gefühllos sind, der irrt sich. Bevor er gegangen ist, hat mir Meister Orgus Folgendes gesagt. Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Er glaubt, dass unser Wesen weiterlebt und sich mit der Macht verbindet, wenn wir sterben. Ich hoffe, das stimmt. Ja, so in etwa denke ich das auch. Fleischräuber sind durch unsere Verteidigungslinien gebrochen. Sie haben etwas mit unseren Getreidefeldern gemacht. Was denn? Sie haben seltsame Maschinen aufgestellt. Als ein Späher sich einer von ihnen genähert hat, ist er krank zusammengebrochen. Er ist dann von dem Gerät weggekrochen und es geht ihm besser, aber da draußen sind immer noch viele von diesen Maschinen. Ich kümmere mich darum. Sagt euren Leuten, dass sie von den Feldern fernbleiben sollen. Ich zerstöre diese Dinger. Seid vorsichtig. Wenn die Maschinen zu stark sind, bringt euch in Sicherheit. Geht jetzt schnell zu den Feldern. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Toxinminen.
Okay, meine Lieben. Aber nicht mehr heute. Nee, aber um nochmal kurz zu Ende zu sagen, was los ist. Ihr wisst, also wie gesagt, also ich habe gerne einen Kanal, der halt mich darstellt, ne? So und meine Projekte darstellt. Und das wandelt sich auch mal. Aber ich will nicht für alles immer was Eigenes wieder aufmachen. Ich habe einmal einen neuen YouTube-Channel aufgemacht, weil ich mich vor der Familie flüchten wollte, damit die mich nicht mehr ausspionieren. Weil ich damals halt noch immer geguckt habe, dass ich halt, ne, sag ich mal, so nach dem Motto, ja, ich sende was, das passt meiner Familie nicht, naja, verstecke ich mich mal. Aber dann aus dem Alter bin ich raus, dass ich halt Dinge verheimlichen muss. Ich mache alles hier auf diesem Channel, was mich betrifft, was Kunst angeht, sag ich mal, in Anführungsstrichen Kunst. Also das werden meine Vlogs sein weiterhin, das werden meine Spiele sein und das werden alle möglichen so komödiantischen Sachen sein und eben auch Wissensinhalte. Aber der Schwerpunkt, der wird irgendwann dahin gehen, weil Wissensinhalte werde ich immer wieder nachliefern können. Ja gut, Spiele irgendwie auch, ne? Jetzt komme ich eigentlich auch drauf. Ja gut, Spiele, es wird immer mal wieder ein Spiel geben, wo ich sage, boah, da musst du zeigen, ne? Da musst du zeigen. Nee, ihr wisst, was ich meine. Ja. Nee, auf jeden Fall möchte ich da nicht einen eigenen Kanal aufmachen, den ich dann Terra Mirabili nenne. Und dann auch nochmal die alten Terra Mirabili-Folgen hochlade und, nee, das kommt eh nicht in die Tüte. Denn die Folgen neu hochladen, dann müsste ich die hier ja löschen, weil das darf ja auf YouTube auch nicht doppelt sein und so. Und das geht nicht. Also es darf nicht, ne? Theoretisch darf es nicht. Nee, und dann sind doch Leute auch verwirrt und weg und bla und nö. Das kommt alles hierher. Das ist mein Kanal und da passiert alles. Der einzige Vorteil wäre halt natürlich die Übersicht. Die Leute könnten nur das abonnieren, was sie auch interessiert. Ich sag aber, wenn ich für die interessante Inhalte erstelle, dann können die ja, wie soll ich sagen? Dann gucken die halt nur, was die interessiert. Ich guck auch nicht alles an, was in meinen Abos drin ist. Ich gucke dann nur, aha, catcht mich der Titel, ist das ein interessantes Video? Wenn nö, dann gucke ich's nicht. Verstehst du? Das ist so eine Geschichte. Ich muss nicht alles gucken. Und genauso müssen Leute auch bei mir nicht alles gucken. Deshalb muss ich nicht für jedes Genre hier einen eigenen Channel aufmachen. Das meinte ich damit. Ne? Weil da müsste ich ja viele Channel machen. Weißt du, einen für Vlogs, einen für Let's Play, einen für Wissensvideos, einen für Comedy, vielleicht noch einen für Vorlesen wie Creepypasta und Kram, wo ich ja nur mit angefangen habe, was ich dann sicher auch mal irgendwann wieder tun werde, weil Gruselgeschichten cool sind und Oktober is coming, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Also deswegen, das wird immer alles auf diesem Channel bleiben. Und ich mache ja auch nicht jeden Tag 5 Let's Plays, wie manche andere YouTuber. Und deswegen, da hier eigentlich nur 1 bis 2 Let's Plays am Tag kommen, ja, ist es ja auch übersichtlich. Das macht ja nicht den ganzen Tag pling. Und 5 ist bei Gronkh ja auch schon wenig. Früher in Hochzeiten, ich glaube 9 an einem Tag waren bei sein Maximum. Und 7 bis 8 Titel, die gleichzeitig gespielt wurden, waren dann mal so, ne? Also, dass er jetzt im Moment nur 5 spielt, das ist ja für ihn schon wenig. Das ist ja trotzdem, also ich find's hart. Aber der gute Mann, der kann auch nichts anderes machen. Aber er lebt ja auch komplett davon. Aber er nimmt sich auch für nichts anderes Zeit. Unglaublich. Wobei, in letzter Zeit ja schon. Darum fährt er sich ja ein bisschen zurück. Naja. Ich wollte nur gesagt haben, wie ich denke, mit Projekten und bla. Und sage vielen Dank fürs dabei sein hier und wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen wieder. Die 299, würde ich sagen, verbringen wir noch in SWTOR. Für Folge 300, ne, da können wir ja nochmal was anderes machen. Mal gucken, was sich da finden lässt. Bis dahin sage ich dann einfach mal, ja, tüdelü.